Was geht ab? Hier ist ohne Bewohner. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zuallererst zeige ich euch mal die Location hier in GTA 5 Online, wo wir ungefähr uns befinden. Wir befinden uns ungefähr hier oben bei den ganzen Miethäusern oder wiederum gekauften Häusern von den Villen her. Ganz oben von Los Santos aus muss man eigentlich nur hochfahren. Dort befindet sich ungefähr der größere Spielplatz hier und dort bei dem ersten Haus an der Garageneinfahrt oder hier diese Toreinfahrt irgendwie in der Richtung her, befindet sich so eine Mauer. Diese Mauer kann man eigentlich nur bewältigen, indem man halt in die Ego-Perspektive geht und einfach mal ein Messer in die Hand nimmt und ganz vorsichtig einfach mal hier rüberlaufen und klack, man springt ein wenig. Manchmal hat man das Glück, dass man richtig hoch fliegt. Das musst ihr aber selber mal ausprobieren. Jetzt zum Beispiel 5 Meter in die Höhe. Mein Kollege hat in der Luft mit der Panzerfaust geschossen. Dies haben wir leider jetzt nicht gesehen. Das werde ich jetzt nachmachen. Haben wir einmal links die Panzerfaust, nehmen wir einmal das Messer in der Hand, springen mal darüber, wechseln dabei und schießen. Richtig lustig und episch, sage ich einfach mal dazu, was wir eben herausgefunden haben, dass man auch unterwegs, wenn man in der Luft fliegt, noch die Waffe wechseln kann. Also Leute, auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann ist uns noch aufgefallen, Freaks und mir selbst, dass man hier noch ein Duell machen kann. Das heißt, ich fange jetzt an, wer am weitesten kommt. Wir springen und mal gucken, wer jetzt gewinnt. Wir fliegen jetzt einfach nach vorne drücken. Jetzt gehe ich einmal kurz aus der Ego-Perspektive raus, um zu gucken, wie er fliegt. Wo kommt er an? Da oben. Und, wer hat gewonnen? Oh, es ist eine knappe Sache. Oh, er hat sich nicht, du hast dich jetzt nicht bewegt, aber er hat gewonnen. Ein Daumen nach oben. Freaks hat in diesem Duell gewonnen. One and one. Und das könnt ihr natürlich auch nachmachen, wenn man halt die Zeit dafür hat, um ein bisschen Langeweile zu schieben hier in GTA 5 Online. So, natürlich könnt ihr auch andere Waffen benutzen. Und Panzerfaust kann man dennoch nicht benutzen. Deswegen muss man das halt in der Luft wechseln, wie ihr schon sehen könnt. Auch die ganzen anderen hier, Minigun oder Granatenwerfer, dies würde auch nicht funktionieren. Deswegen Kampfgewehr auf jeden. So, meine Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das einigermaßen gefallen. Wenn das der Fall ist, ihr wisst Bescheid. Haut da rein, euer Number Wanderler. Bis dahin und tschüss. Ah, when I switch lanes, then them doors swing. Arm out the window screaming money in the thing. Call it automatic bang, bang, bang. Call it automatic bang, bang, bang. Robbie switch lanes, diamonds in my chain. Been around the world, all the hoes know my name. Call it automatic bang, bang, bang. Mr. Automatic bang, bang, bang.